Finde ich super gemein. So. Dann haben wir doch die hier abgeschlossen. Und dann nehmen wir dies hier. Den Angriff. Erstmal die Kräuterfrau fragen. Kurz googeln, wo wir da hin müssen. Noch ein Stückchen weiter weg. Offenbar hier. Offenbar mal hier hin. Und zum Wegweiser. Wir machen Porti. Wir schneller dort. So. Oh, Sägemühle. Habe ich eben gerade gesehen. Hm? Eine Sägemühle gibt es ein Fragezeichen. Okay. Fragezeichen heißt nicht immer, dass ich da jemanden auf die Fresse hauen kann. Nehmen wir. Aber hier ist ein abgetrennter Arm. Also viele Rehe. Oh, hier sind Wölfe. Ein Ghoul. Ich habe doch R gedrückt. Hat er das Brot gerade nicht genommen? Ach ja, stimmt ja. Halt ja nicht sofort. Ein Faktor, den ich gerade nicht mit einberechnet habe. Man kann es halt, dass man immer sofort aufgeladen ist. Kann ja mal passieren. Erster Tod, ne? Nach 2 Stunden. Oh, den habe ich durchtrennt. Nee, es tötet Ghoulshot. Das war jetzt besser. Kein Dankeschön? Wow. Übung macht den Meister. Ja, definitiv. Ja, muss ich hier nicht machen? Hoffmann gibt dir, okay. Nur hab ich ihn nicht ausgelöst. Ah, nee, rohes Fleisch. Und heute Ring. Hasenfett. Oh, nee. Nicht gegen die Level 6. Das ist mir noch zu hoch. Heißt, ich kann hier Fälle sammeln. Das sind Hasen.
Hier geht in Deckung, Dante Würfel. Wir essen in unserer Not immer grün. Mach langsam. Pizzlegericht. Schade. Na, ich glaube gar nichts. Wenn ich zu nah dran bin, fallen die automatisch in meine Tasche rein. Also das ist ja, da kann ich nichts dafür. Ich halte einfach nur meine Tasche auf und springe von alleine rein. Zahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Ich glaube nicht, dass dem Hauptmann was daran liegt. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? Ich bin von dort. In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Er hat mich so komisch angeguckt. Nein. Bereite eine Portion des Tranks Schwalbe zu. Mach ich das? Das mache ich im Inventar. Meinst Alchemie, ne? Alchemie. So. Mehr Stand eines Gegenstandes benötigst du richtige Zutaten. Ist wie beim Kochen. Wer hätte es gedacht? Herstellbare Gegenstände. Gegenstandsarten, Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Klicke mit deinem erforderlichen Rezept, um es auszuwählen.
So, Tränke. Walbe, was fehlt denn da? Haben wir? Schöllkraut. Zwergenschnapp. Wie gut, dass ich immer so viel loote, ne? Das habe ich nämlich hier vor Ort gelootet. Alchemie-Zutat. Schöllkraut. Kriege ich denn jetzt Schöllkraut? Oh, ich kann Kerzen mit dem Handschnipsen anmachen. Gucken wir mal. Schöllkraut. Schöllkraut. Gelbe Pflanze. Bin ich ganz toll. Bei manchen Spielen hat man ja dann immer so diese verschiedensten Symbole im Inventar, also von den Farben der Pflanzen. Und dann geht man raus und dann hat man im Burei eine und dieselbe Pflanze. Du musst dich dumm und dämlich suchen. Nein, das ist Pusteblume. Auch Pusteblume. Das sieht aus wie Schöllkraut, oder? Ne, es ist wieder eine Pusteblume. Ich glaube nicht, dass das jetzt ausgereicht hat. War nämlich nur einmal. Toll. Hey, die Glitzka. Will man einfach mal nett sein, und dann muss man doch wieder hier rumlaufen. Das ist schön cool. Das Zeug wächst hier aber ganz schön fix nach, du. La-da-da-da-da. Ach, ihr Tierchen, ihr müsst noch keine Angst vor mir haben. Ich hab noch keinen Bogen. Boah, warte, da bis ich einen Bogen und Pfeile habe. Geht ein Rundschreiben rum. Dann da hat jetzt Pfeil und Bogen. Lauft! Da ist noch Schöllkraut. So. Jetzt habe ich's. Meistergegenstand. Aha. Schreiben hat Niki schon vorbereitet. Oh. Das ist nicht gut. Ja? Kennst du eine Frau namens Claire? Ich habe einen Trank für Lena. Ich habe einen Trank für Lena. Schweige. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag. Ich wollte nur wissen, ob sie drauf geht. Hier, ein kleines Geschenk. Weil es dir nicht egal ist. So, wenn die doch auch hier macht. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Ich habe einen Levelaufstieg. Oh my goodness. Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Alter, dieses Spiel, das zerruppt mir meine Welt. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschießen von Quests. Definiere Monster. So, Charakterfertigungspunkte. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Dieser Punkt kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Logisch. Charakterfertigungsgruppen. Die Farben einer Fertigkeit zeigt an, zu welchen Fertigkeitenbaum sie gehört.
Wähle eine Fertigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit rechter Maustaste drauf. Ist das schön? Lichtreflexe. Beim Ziehen mit der Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 15 Minuten verlangsamt. Langweilig. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Interessant. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen um 5%. Adrenalinpunktegewinnung plus 1. Erhöht den Schaden bei einem schnellen Angriff um 5%. Das ist eigentlich so nur starker und leichter. Okay, dann nehmen wir das mal. Möchtest du die Fertigkeit wirklich erwerben? Ja, natürlich, sonst würde ich es ja wohl nicht anklicken, oder? Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie einen freien Fertigkeitenplatz ablegst. Ich stelle mir das jetzt gerade mal so in Real Life vor. Hast du so ein Büchlein, dann drückst du da so drauf, das will ich haben, und dann nimmst du dann so dieses Symbol und packst es in deine Tasche. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Klar. Ach, guck mal an, ich hätte auch noch was anderes machen können. Rüstungsschmelze. Mit Chemie. Allgemein. Erhöht die maximale Vitalität um 500. Sowas hätte ich eigentlich normalerweise gemacht, aber egal. Das hier? Mittagserscheinungsmutagen. Alchemie-Zutat. Aha. Kann ich das hier reinpacken? Ja. Hier reinpacken? Aha! Entschuldigung. Nein, Schatz, das werde ich jetzt nicht sagen. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fähigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen Absud herzustellen. Öffne das Charakterfenster. Das Zeug hat, ich glaube, ich gerade ein bisschen länger schon drin. Aber das wollen wir mal nicht im Spiel verraten. Erfahrungspunkte 350 erhalten, du was? Wo muss ich lang? Da ist das Ding. Ach, da gibt es dann sogar noch eine andere Quest. Finde ich super. Finde ich klasse. Hui! Hui! Wir gehen jetzt ein bisschen planschen. Ich bade nackt. Bin mit Hilfe deines Hexersinns etwas kreuzt am Grunde. Mann, so viel. Schatz! So schwer war das jetzt nicht zu finden. Da war das mit dem anderen Zeug schwieriger. Also, oder nerviger, eher gesagt. So, da hat jemand noch eine Aufgabe für mich. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Salutierte. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich gebe sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Interessant. Und was geschah dann?
Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich glaube, er ist älter als du. Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Ja, er unterschätzt aber die Falle. Etwas blockiert die Hüttentür. Setz deinen Hexersinn ein, indem du... Objekte zerstören. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und wirke das... Arad-Zeichen. Du kannst auch mit dem Schwert darauf einschlagen, aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine... Schon wieder diese Kartätsche? Auf das Objekt zu werfen. Aber Vorsicht, dass du von der Explosion nicht verletzt wirst. Sag doch einfach Bombe. So. Jo, wolltest du Großmütterchen wegboosten? Dann darf er als nächstes die Tür reparieren. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Alles gut. Hör mich nicht. Gute. Guck mal, da ist doch die Bratpfanne. Honigfarbe. Rogenschnaps. Hm, nicht. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja. Hab ich. Hier, deine Bratpfanne. Es ist behalten, so wie bei PUBG. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Oh, Brot! Ich war wieder nett, ne? So, nochmal abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt dorthin. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen. Was ist denn greifen? Ja, ne? Ja. Da zieht der Sturm auf. Kann der Sturm hier irgendwas anhaben? Noch einen Lappen. Gegen mich. So, hau mal auf. Zum.
Wegweiser war doch bei der Seite. Hm? Ich mich nicht irre? Doch, ich irre mich. Irre ist menschlich. Dann habe ich mich nicht gehört, okay. Wirst du Ärger? Mann, Digga, ich könnte dir die Nase brechen, ohne hinzugucken. So. Ich muss dahin. Du kommst auch immer von da, wo ich nicht hingucke, ne? Los, lauf! Aber nicht durchs Dorf laufen. Was macht man nicht? Ich weiß auch nicht, wo lang.